Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich im ersten Moment, wo sitzt die Martina? Ja, das hier ist mein neues Reich. Nicht zu Hause in Köln, sondern in der Heimat bei meinen Eltern. Und ich habe mir hier dieses Zimmer eingerichtet, komplett mit Möbeln, alles schön hell und freundlich. Ich war in letzter Zeit sehr, sehr oft hier in der Heimat. Ja, mich haben sehr viele Dinge beschäftigt. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, so dass ich ziemlich inaktiv auf YouTube war, stattdessen auf Instagram einiges gekommen ist und es gibt einfach einige Neuigkeiten, einige Änderungen in meinem Leben, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo genau ich anfangen soll. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Fangen wir direkt erstmal mit Daily Cologne an. Einige von euch wissen ja, dass ich Teil einer Serie bin namens Daily Cologne. Das Ganze läuft auf RTL 2 U. Das ist ein Online-Sender von RTL 2. Vorher war ich bei University. Es war auch eben eine Serie, aber ein anderes Konzept. Seit Oktober bin ich eben bei Daily Cologne und ich war wirklich mit Herz und Seele dabei. Aber ich habe auch gemerkt, dass meine Community sich dafür nicht so interessiert, wie ich mir gedacht habe. Natürlich weiß man das am Anfang nicht, ne? Und man probiert dann aus und versucht natürlich auch die eigene Serie zu promoten. Klar, ich war auch... Dieser Fingernagel, ne? Ist schon wieder abgebrochen. Ich war natürlich echt glücklich, dass ich meine eigene Serie hatte. Dann auch, dass so viele tolle Persönlichkeiten mitwirken in dieser Serie und auch das ganze Team, das Produktionsteam. Es hat einfach riesen Spaß gemacht. Dann habe ich aber festgestellt, dass meine Community sich teilweise geweigert hat, diese App runterzuladen. Denn übers Handy kann man das Ganze nur über eine App verfolgen. Sprich, man muss sich vorher eine App runterladen. Dachte ich, okay, ist ja eigentlich auch kein Problem. So viele Apps werden runtergeladen. Aber da haben sich schon viele dagegen gesträubt. Dann habe ich etliche Nachrichten bekommen, wo es hieß, ja, wir wollen aber nur dich sehen. Uns interessieren so die anderen Charaktere auch nicht. Da habe ich dann eben auch mir gedacht, okay, vielleicht springt dann irgendwann der Funke über, ne? Ja, war aber nicht so. Vermehrt wurde dann auch gesagt, ja, mach doch das bitte auf YouTube, dann gucken wir das Ganze auch, aber nicht über RTL 2. So, das hat mich die letzten Wochen wirklich sehr, sehr stark beschäftigt. Ich bin ins Bett gegangen, ich dachte mir, was kann ich tun, dass meine Community diese Serie verfolgen möchte? Morgens bin ich aufgestanden und habe mir gedacht, was kann ich tun, dass meine Community eben diese Serie feiert. Tja, es ist nie passiert. Ich kann es einerseits verstehen, weil man mich eben über YouTube kennt. Dann habe ich eben den Entschluss gefasst, dass ich die Serie Daily Cologne verlassen werde. Und das, was ich eben dort gemacht habe, sprich mein Alltag gefilmt, Daily Vlogs, dass ich das auf YouTube machen werde. So wie es vielleicht viele von euch, die mich schon seit längerer Zeit verfolgen, kennen. Die Resonanz war auch echt gut. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Serie zu verlassen. Auch weil es doch ziemlich zeitintensiv war. Ihr müsst euch vorstellen, es sind drei Pärchen in der Serie und ein Single. Ich bin der Single. Alle wohnen zusammen, haben eine gemeinsame Wohnung. Und ich wohne ja alleine. Gut, ich habe Katschu, aber ne? Ich habe so keinen Anspielpartner. Wenn ich jetzt dann doch mal zu Hause sitze und ich schneide ein Video, mache meine Steuer, was weiß ich, Schriftkram und so weiter, dann ist das nicht interessant. Also das heißt, die Kamera steht halt die ganze Zeit da und 8 Stunden passiert eigentlich nichts, außer dass ich am Tisch sitze und Schriftkram mache oder am Notebook sitze und ein Video schneide. Dann immer diesen Druck zu haben, was könnte ich heute noch machen? Eigentlich musst du gar nicht außer Haus, weil du hast dir fest vorgenommen, heute eben das ganze Zeug zu Hause zu erledigen. Was könnte ich heute noch machen, damit mein Vlog interessant ist, damit die Leute noch was sehen können? Das war wirklich in den letzten Wochen so ein Druck, dem ich auch nicht mehr standhalten konnte. Was kannst du heute machen, damit es interessant ist? Aber eigentlich wolltest du ja heute Videos schneiden und das und das und das machen und nicht rausgehen, weil halt einfach Sachen in der Wohnung erledigt werden müssen. Dann hast du natürlich niemanden, mit dem du irgendwie sprechen kannst. Du hast deine Katze. Ja gut, ich kann mit Katschu genauso sprechen, klar, aber irgendwann denken die Leute, spinnt die Alte. Ich sag mal, wenn du zusammen wohnst und du hast natürlich einen Partner, der dann irgendwann ruft, Schatz, wann gibt's Essen? Ist das was anderes, als wenn du 8 Stunden lang ruhig am Tisch sitzt. Ich dachte mir einfach, okay, ich werde mich jetzt wieder auf YouTube konzentrieren, denn das ist aufgrund dessen auch
wirklich liegen geblieben. Ich möchte jetzt einfach wieder mehr Zeit aufbringen, meinen YouTube-Kanal auf Vordermann zu bringen. Und ich habe auch meinen Instagram-Account mehr oder weniger gelauncht. Der Instagram-Account wird jetzt so einen typischen, ja, sag ich mal, Blogger-Style bekommen. Schöne, helle, freundliche Bilder. Das wollte ich schon immer. Seit ich denken kann, war ich schon immer fasziniert von diesen Bildern, von diesen wirklich hellen Bildern. Dann habe ich meinen Instagram-Account angeguckt und da war einfach nur Schrott drauf, ne? Also da habe ich mir letztes Mal auch gedacht, als ich den so ausgemistet habe, boah, Martina, was hast du da hochgeladen? Teilweise doppelte Posts direkt hintereinander und also ich weiß nicht, wie viele, ich glaube, es waren über 1000 Bilder, die ich gelöscht habe, weil ich mir einfach gedacht habe, da ist so viel Schrott drauf. Jetzt am Freitag hatte ich auch ein cooles Fotoshooting mit dem Sally Uster. Da werdet ihr auch noch ganz, ganz viele schöne Fotos auf meinem Instagram-Account sehen. Da bin ich auch wirklich gespannt, was da noch rauskommt. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr, ja, da mal reinguckt und mir folgt auf Instagram für diejenigen, die es noch nicht machen. Bezüglich der Blogs werde ich höchstwahrscheinlich einen eigenständigen Kanal noch eröffnen, wo dann eben die Blogs veröffentlicht werden, sodass es dann Barbirella gibt und den Blog-Kanal. So, und wo wir gerade schon bei den Kanälen sind, da gibt es nämlich auch noch was Neues. Ich habe endlich meinen Tierschutzkanal eröffnet. Nach fast einem Jahr habe ich es endlich geschafft. Er ist gerade noch leer, da ist noch kein Video drauf, aber er wird bald komplett voll sein mit dem kompletten Stuff. Tierschutz, Tiernotruf, Anti-Pelz-Kampagnen und was bisher einfach passiert ist, das wird alles auf den Tierschutzkanal kommen. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie heißt der Kanal? Welchen Namen hast du denn genommen? Der Kanal heißt Maliti. Was soll das bedeuten, Maliti? Einfach kurz und bündig, Martina liebt Tiere, Abkürzung Maliti. Ich muss da wirklich dem lieben Tim einen großen Dank aussprechen. Umso öfter ich diesen Namen ausgesprochen habe, dachte ich mir, Mensch, der geht auch richtig gut so über die Zunge. Also man kann ihn wirklich gut aussprechen, er bleibt im Gedächtnis. Ihr könnt euch schon mal freuen auf mega geile Projekte. Das wird eben zukünftig dann alles auf Maliti erscheinen. Auf Barbirella kommen dann zukünftig Make-up-Tutorials mit tierversuchsfreier Kosmetik, Fashion-Hauls, Kurzfilme, Challenges. Der Vlogging-Kanal ist ja noch nicht eröffnet, aber da wird dann, sobald er eröffnet ist, die Daily Vlogs online kommen. Also es wird höchstwahrscheinlich dann bald 3 Kanäle geben und den Maliti könnt ihr jetzt schon abonnieren und ja, ihr könnt euch freuen. Da wird einiges passieren. So, ich darf echt nichts vergessen. So, wir haben Daily Cologne, Instagram, Maliti. Und jetzt fehlt noch ein Thema. Und auch das hat mich wirklich viel beschäftigt. Ja, diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich bin Fränkin. Ich komme aus dem schönen Frankenland bei Nürnberg-Erlangen, da die Gegend. Und ich bin ja 2011 nach Hamburg gezogen, beziehungsweise in die Nähe von Hamburg. Und da habe ich ja dann bis 2013 gelebt mit einem Cheng. Jetzt kann ich auch wieder Fränkisch sprechen, weil jetzt sind wir beim Thema Franken. Und dann sind wir 2013 nach Köln gezogen. Ja, da war es dann schon ein bisschen besser, sag ich mal, weil die Hamburger Mentalität ist halt schon ein bisschen anders als hier in Franken. Und dann sind wir halt nach Köln gezogen und da war es halt dann schon wieder anders, ne? Also klar, Karnevalsfolg, also da hat es mir schon 1000-mal besser gefallen als jetzt dann oben im Norden. Trotzdem muss man dazu sagen, ist es schwierig für mich, allgemein auch das Frankenland, meine Heimat, hinter mich zu lassen, weil ich liebe halt meine Heimat, ne? Also auch wenn, sage ich mal, wenn die das Ganze so Instagram, Snapchat und Facebook, wenn das da ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen ist gut gesagt, aber wenn das, das kennen halt nicht so viele hier, ne? Snapchat, hä, was ist denn das? Und wieso werden dann die Videos nach 24 Stunden gelöscht? Es ist halt trotzdem ein bisschen eine andere Welt. Aber meine Wurzeln sind dennoch in Franken und ich liebe meine Heimat und vor allem liebe ich meine Familie. Das war so der schwerste Schritt für mich, dass ich damals nach Hamburg gezogen bin, weil ich meine Familie halt 6 Stunden entfernt hatte. Und ich immer den Gedanken hatte, ja, was ist, wenn mal was passiert? Oder dieses, ich bin wirklich so eigentlich jedes Wochenende zu meinen Eltern gefahren und das war halt einfach nicht mehr drin, weil einfach die Entfernung auf einmal 6 Stunden waren.
mindestens. Ne? Und im Winter natürlich noch mehr. Also wie ich in Hamburg gewohnt habe, habe ich meine Eltern, glaube ich, 2 bis 3 Mal im Jahr nur gesehen. Und das ist echt krass, wenn du dir vorstellst, jedes Wochenende sonst zu Besuch gewesen, also immer mal vorbeigeschaut oder spätestens alle 2 Wochen und dann auf einmal siehst du sie nur noch 2 bis 3 Mal im Jahr. Das war schon heftig für mich. Also ich war da teilweise, wenn ich zurückgefahren bin, saß ich heulend im Auto, weil mir meine Familie einfach gefehlt hat. Egal wie alt ich zu dem Zeitpunkt schon war, aber mir hat sie einfach gefehlt. Und dann macht man sich auch so Gedanken, gut, man wird älter, natürlich werden auch die Familienmitglieder älter. Was ist denn, wenn da wirklich jetzt dann, wenn es dann mal soweit ist und du kannst halt nicht vor Ort sein. Als ich dann nach Köln gezogen bin, da war dann nur noch eine Entfernung von 4,5 Stunden. Das ist schon besser, ne? Also ich springe auch teilweise wirklich, wie jetzt vor 2 Wochen, spontan ins Auto und denke mir, ach komm, ne? Mein Vater hat jetzt in 2 Tagen Geburtstag und dann fährst du jetzt einfach runter, nimmst dein ganzes Zeug mit, packst Katschu ein und fertig ist, ne? Und ich habe ja hier mein Reich und fühle mich hier halt einfach pudelwohl. Aber jetzt vor allem, wo ich auch dieses Zimmer hier habe, ich will hier nicht mehr weg. Also wenn ich an morgen denke, morgen fahre ich wieder zurück nach Köln, ich will irgendwie nicht mehr weg. Das ist so, wenn ich daran denke, dass ich morgen wieder nach Hause fahre, dann weiß nicht. Ich habe jetzt diesen Punkt, dass ich mir einfach denke, es ist an der Zeit, dass du wieder zurückgehst in deine Heimat. Es wird jetzt nicht irgendwie in den nächsten Wochen passieren, sondern wohl eher in den nächsten Monaten irgendwann. Aber ich werde definitiv, also ich sag mal zu 80%, je nachdem, was sich da jetzt in Köln ergibt. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Und wenn jetzt zum Beispiel morgen irgendwie ein tolles Angebot, ein Jobangebot kommt, wo ich in Köln wohnen müsste, will ich natürlich erstmal nicht wegziehen. Aber wenn du auch so unausgeglichen bist, weil du weißt, du willst wieder zurück, dann macht dich das auch nicht glücklich, ne? Es wird, denke ich, darauf hinauslaufen, dass ich irgendwann in den nächsten Monaten wieder hierher ziehen werde. Es fehlt mir halt einfach, ne? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe meine Großeltern bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ausgezogen bin, täglich gesehen. Und deswegen ist da auch eine ganz, ganz starke Bindung vorhanden gewesen. Und für mich war das ganz schwer, als ich dann in Köln gewohnt habe, also war ja letztes Jahr, und mein Opa verstorben ist. Dieses Gefühl, dass ich nicht vor Ort sein kann, als mein Opa gegangen ist, das war für mich ganz schlimm. Das war für mich die absolute Hölle, wirklich. Ich war so am Boden zerstört und das möchte ich nicht nochmal erleben. Ich kann es einfach nicht. Und ich bin einfach so ein extremer Familienmensch und ich genieße jede Minute mit meiner Familie. Ich weiß auch, dass es natürlich nicht von Dauer sein kann. Und deswegen möchte ich das auch ausnutzen, nicht, dass ich mir dann irgendwann sage, Mensch, Martina, hättest du es doch gemacht? Und dann bereue ich irgendwas. Und das möchte ich nicht, dass es so weit kommt. Ich werde auch erstmal keine Wohnung eben in Köln dann suchen. Das war ja eigentlich geplant. Ich hatte eigentlich erst den Gedanken, ich suche mir in Köln eine schöne Wohnung und richte da alles ein. Nein, das wird nicht passieren. Ich werde erstmal da wohnen bleiben, wo ich jetzt wohne. Und dann werde ich von dort aus zurück in die Heimat ziehen. Jetzt fragen sich wahrscheinlich auch einige, ja, und was ist denn mit dem Tiernotruf? Tiernotruf werde ich weitermachen. Ich werde dann immer nach Köln fahren bzw. nach Düsseldorf und werde mit dem Stefan dann vordrehen. Ich komme dann halt mal 2 Tage am Stück und drehe dann 2 oder 3 Folgen, je nachdem, wie lange wir auch unterwegs sind und fahre dann eben wieder hierher. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Aber ich denke mal schon, alle anderen Videos kann ich auch von hier aus drehen. Es erwarten euch ja auch noch andere Tierschutzprojekte. Also Maliti wird wirklich ein mega Bombenkanal. Deshalb würde ich mich auch so sehr freuen, wenn ihr mich weiterhin unterstützt. Oh Gott, ich habe schon wieder 1/2 Stunde gesprochen. Das ist der Wahnsinn. Das war jetzt ziemlich viel und ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Das nächste Video ist übrigens ein Make-up-Tutorial mit tierversuchsfreier Kosmetik und zwar mit einer ganz, ganz bestimmten Person, die mir sehr nahe steht und mir sehr am Herzen liegt. Also freut euch schon mal. Es wird sogar eine Premiere. Ja, es wird eine Premiere, denn diese Person habt ihr noch nicht auf meinem Kanal gesehen. In keinem meiner Videos. Also seid gespannt. Falls ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Ciao, ciao!